Samus Wild Staffel 3 Wildcard, jeder kann teilnehmen. Ne? Da ist ja noch die Überlegung im Raum, ob man sich da bewirbt, je nachdem wie aufwendig das ist. Stylus, Dinkel, Seven vs. Wild, Wars in Deutschland Vertretung. Ich würde mitmachen. Heute geht es um die Wildcard. Wie könnt ihr da draußen Teil der dritten Staffel sein? Er hat einfach drei Videos am Stück gedreht. Bevor ich in die Details gehe, ganz wichtig, ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, aber nochmal als kleiner Reminder, wir haben jetzt einen offiziellen Seven vs. Wild Hauptkanal, der ist unterm Video verlinkt, einfach pausieren, kurz draufklicken und abonnieren. Dort wird die dritte Staffel stattfinden. Aktuell läuft dort auch die Uncut-Serie zur zweiten Staffel, die ihr euch gewünscht habt. Na, erstmal schauen, was man machen muss. Ein bisschen, ja, aufgeräumter haben und weg von meinem privaten Kanal, weil dann kann ich da in der Zeit auch vielleicht nochmal extra Videos machen. Manu und Freud, wäre witzig. Also, checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Also, wer hätte es geahnt, wir haben ja eine Teams Edition, das heißt, es gibt auch zwei Wildcard-Plätze. Grundvoraussetzung, ihr müsst natürlich über 18 sein. Die zwei Wildcard-Plätze werden unabhängig voneinander vergeben. Ja, das heißt, ihr bewerbt euch quasi einzeln auf einen Wildcard-Slot davon. Okay. Diese zwei Wildcards, die wir dann auswählen, ja, beziehungsweise das Orga-Team, Max und Jan ist im Hintergrund, werden dann gemeinsam das Wildcard-Team ergeben. Mhm. Die Besonderheit dieses Jahr ist, es können sich alle Leute bewerben, unabhängig von irgendwelchen Followern. Das Problem ist ja, man fliegt raus, wenn einer aus dem Duo rausgeht, ne? Dann hat der eigentlich, haben ja eigentlich die beiden Wildcard-Gewinner die größte Arschritze gezogen, weil man sich ja gar nicht so krass kennt und man direkt rausfliegt, wenn die andere Person rausgeht. Vorzahlen. Letztes Jahr haben wir es ja so gemacht, unter 10.000 Follower auf irgendeinem Social-Media-Profil, weil wir quasi, ja, der Community den Normalus, kann man das so sagen, die Chance geben wollten, dort dran teilzunehmen und nicht irgendwelchen großen Influencern. Und dieses Jahr, ihr könnt es euch schon vorstellen, wollen wir quasi die Kombination haben. Das heißt, eine Wildcard wird von uns ausgewählt, die auf dem größten Social-Media-Kanal unter 10.000 Follower hat und eine, die über 10.000 Follower hat. Okay. Das heißt, es... Dann ist Chris raus. Dann ist Chris bei Wildcard schon mal nicht dabei. Können sich Sportler bewerben, Musiker, Leute aus dem TV, Politiker, keine Ahnung, die können ja auch mal raus. Also auf der, also aber ich, warte mal, nein, nochmal. Eine Wildcard wird von uns ausgewählt, die auf dem größten Social-Media-Kanal unter 10.000 Follower hat und eine, die über 10.000 Follower hat. Also eine Person muss, wenn man mehrere Social-Media-Accounts hat, unter 10.000 haben, also überall und eine, aber drüber, dann würde das doch passen mit Chris. Das heißt, es können sich Sportler bewerben, Musiker, Leute aus dem TV, Politiker, keine Ahnung, die können ja auch mal rausgehen ein bisschen. Also, wisst ihr, was ich meine? Es kann sich im Endeffekt jeder bewerben, der über... Von meinem Zuhören durchgefallen, Mahan, ihr habt doch den Chat, die kümmern sich darum. 18 ist und es geht darum, dass wir einen, ja, nennen wir es jetzt mal Promi oder wie auch immer, jemand, den man kennt. Ach so, Chris und ich zusammen geht nicht. Das meint ihr. Ich dachte, ihr meint, dass Chris sich nicht bewerben kann. Zusammenpacken mit einem... Ja, aus der Community. So, und jetzt die Infos, wie ihr euch ganz genau bewerbt. Und wichtig, wenn ihr euch bewerben wollt, hört es euch bitte zwei, dreimal an. Macht euch Notizen, was wir jetzt genau wollen. Also erstens, das Bewerbungsvideo muss auf YouTube hochgeladen werden. Mhm. Wir haben wieder den Hashtag Check. Seven vs. Wildcard zusammengeschrieben, Check. Auch nochmal eingeblendet hier, den ihr in den Titel mit reinschreibt. Könnt ihr zusätzlich mit reinschreiben, könnt ihr auch was anderes. Aber im Titel muss irgendwo Hashtag Seven vs. Wildcard mit drinstehen, damit wir das Ganze natürlich finden. Mhm. Die Bewerbung sollte maximal 7 Minuten lang sein. Mhm. Kann ein bisschen kürzer sein, aber maximal 7. Und dann haben wir uns diesmal noch Gedanken gemacht zu dem Inhalt. So richtig hat mir das letztes Jahr noch nicht gefallen. Viele haben auch vergessen, sich irgendwie vorzustellen. Also es wäre... wichtig, dass Angie wäre schwer begeistert. Dass ihr überhaupt erstmal sagt, wer ihr seid, um euch überhaupt erstmal ganz kurz kennenzulernen, wie ihr heißt, Alter und so weiter, so ein bisschen, dass man ein kleines Gefühl für euch kriegt, ja, woher ihr kommt, was euch ausmacht, ja, könnt ihr euch auch irgendwo ins Video einbauen. Und dann möchten wir, dass ihr euch etwas vornehmt, egal was es ist, was ihr noch nie getan habt. Okay. Und das Ganze filmt ihr und dokumentiert ihr in dieser Bewerbung. Okay. So, noch nie gemacht. Irgendwas raus, das ist egal. Ich will gar keine Da muss man aber das. Ne, okay, also würde jetzt zum Beispiel, wäre jetzt eine Bewerbung von mir, wie ich das erste Mal, keine Ahnung, so Kajak fahre und so einem krassen Wasserfall, was voll gefährlich ist. Sowas als Beispiel. Sein. Das heißt, es muss nicht nur Outdoor sein, es kann auch was ganz anderes sein, egal ob.
Ich spiele das erste Mal Star Wars Jedi Survival Order oder so. Sportlich oder physisch. Bungee Jumping. Psychisch. Das ist eine gute Idee. Anderes Projekt. Gut Warzone spielen. Danke, Ludis. Danke. Projekt, auch was nichts mit Auto zu tun hat. Seid auf jeden Fall kreativ. Ja? Geht raus. Bleibt vielleicht auch drin. Macht einfach etwas. Verlasst vielleicht eure Komfortzone. Vielleicht auch nicht. Aber macht etwas, was ihr noch nie getan habt. Was cool ist, was kreativ ist. Und teilt das Ganze mit uns in eurer Bewerbung. Und gebt auch ein bisschen einen Einblick in euch. Wer seid ihr? Wie heißt ihr? Wäre schon ganz cool, wenn ich weiß, wie ihr heißt. Wie alt seid ihr? Was habt ihr zum Bezug für Outdoor? Was für einen Stand habt ihr? Was für Skills? So, dass man so ein kleines Gefühl dazu kriegt. Und dann wird es im Endeffekt so wie letztes Jahr ablaufen. Ich werde mir ja einige Bewerbungen im Stream angucken mit euch gemeinsam. Wir werden wieder Abstimmungen machen, gucken, wer ist cool, wer könnte passen. Ja, es wird, glaube ich, dieses Jahr auch spannend, weil sich eventuell halt auch Leute bewerben, die wir vielleicht aus der Social-Media-Welt kennen. Ja, bin ich wirklich sehr gespannt, wer da alles so eine Bewerbung einsenden wird. Wie gesagt, gucken wir dann bei mir im Stream und kommt dann auch hier wieder auf dem Live-Kanal, so wie letztes Jahr. Und ansonsten wird das Orga-Team natürlich den Rest der Bewerbung im Hintergrund alles checken, weil jede einzelne werde ich zeitlich gar nicht hinkriegen, mir anzugucken. Dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, ich lese nochmal ab, worauf achten wir? Infos zur Person, Noted. Umgang mit der Kamera, Noted. Sympathie, Noted. Kreativität, ganz Noted. Wichtig, Community-Meinung, ja, was sagt ihr dazu? Eine gewisse Passion, ein Feuer, ja, was in dieser Person schlummern muss. Im August, September müsst ihr 3 Wochen lang Zeit haben. Also ja, ich bin raus. Müsst ihr hinkriegen, durch Urlaub, Freistellung, wie auch immer. Da bin ich schon raus, weil, ja, ich bin raus. Es ist ja Gamescom. Im August ist Gamescom. Und vom 9. bis 16. bin ich schon im Urlaub. Toskana. Ja, ich bin raus. Wird nix. Schade. Bin raus. Wir brauchen jemanden, der zuverlässig ist, der körperlich... Sonst wäre ich vielleicht dabei gewesen. Also ich hätte mir vielleicht was überlegt. Eine Bewerbung. Nur eine Bungee-Jumping oder so. Auch fit ist, ja. Und ja, das Ganze muss schon ein vollständig geschnittenes Video sein. Und ganz wichtig, keine GEMA-Musik oder sowas verwenden. Oh ja. Weil dann, ihr wisst, es gibt irgendwelche Lizenzprobleme. Einsendeschluss ist der 21.05.2023, okay. Also der 21. Mai. Ja, bis dahin könnt ihr entspannt, lasst euch auch ein bisschen Zeit, macht jetzt nicht hektisch. Ja. Einsendeschluss und auch erst danach werden wir dann rein. Ich weiß gar nicht, was würde ich machen? Ein 7-Minuten-Video ist natürlich auch wirklich krachig, ne? Also ich glaube, ich würde, aber sowas wie Bungee-Jumping macht dann halt auch wieder jeder, ne? Wenn man, glaube ich, wirklich mitmachen möchte, so wirklich auf Ernst, dann muss man sich, glaube ich, wirklich was Krasses ausdenken. So ein Mr. Beast-Video. Bungee-Jumping, Klippenspringen, Fallschirmsprung, Slackline zwischen 2 Heißluftballons und so. Digga. Überlegt euch was Cooles, seid kreativ und haut eine geile Bewerbung raus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere aus dem letzten Jahr sich vielleicht wieder bewirbt. Ja, vielleicht mit einem noch besseren Video. Ja, Knossi ist wieder dabei. Die Entscheidung, so wie natürlich auch letztes Jahr, trägt dann natürlich das Orga-Team im Hintergrund, welche 2 Wildcards wie belegt werden. Letzter Step vor der finalen Entscheidung, damit ihr das auch mal mitbekommt, ist dann nochmal ein persönliches Gespräch. Also Max und Johannes, das Orga-Team, wird dann nochmal ja, mit der Person Kontakt aufnehmen, nochmal mit der quatschen, nochmal ein bisschen vertieft reingehen. Das ist fast wie bei so einem Bewerbungsprozess für einen Arbeitsplatz. Vielleicht machen wir noch ein Assessment Center oder so. Eigentlich auch ganz witzig. Nee, Spaß. Also es gibt natürlich nochmal ein persönliches Gespräch, damit man auch merkt, okay, passt das, harmoniert das, ist auch immer noch ganz wichtig. Und ja, morgen ist es dann soweit. Morgen kommt das erste Video zu den Teilnehmern. Oi. Morgen gibt es die Pistole auf die Brust für das ein oder andere Team, das vielleicht mitrechnet, vielleicht auch nicht mitrechnet. Ich glaube, ihr seid auch schon sehr gespannt, für wen wir uns entschieden haben, wen wir gern dabei haben würden. Ach krass, also heute werden die Teilnehmer... Alter Junge, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Ich bin sehr auf die Reaktion gespannt und ja, es wird gut. Also auf jeden Fall den Fritz Meinecke Live-Kanal abonnieren, um das Video morgen nicht zu verpassen, wo es dann wirklich um die Teilnehmer geht. Und unbedingt natürlich auch den 7-Minute-Wide Main-Channel abonnieren. Okay. Ist nochmal unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Alter, das wird ja komplett krachen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Nice. When I popped off, then you go gave me just a little